Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu diesem wunderschönen neuen Champion. Es ist Xayah und Xayah hat ein Gegenstück, wie ihr vielleicht schon beim ersten Video gesehen habt, und zwar ist das Rakan. Rakan wartet hier schon fröhlich auf uns und wir wollen aber erstmal hier zu dieser Rebellin rüber, die auch ziemlich cool aussieht, ein richtig geiles Design hat, hat ein wunderschönes Federkleid. Meiner Meinung nach sind diese zwei Champions optisch schon mal der Hit. Wir gucken uns auch nochmal bei ihr ganz kurz die Animation an von Steuerung 1 bis Steuerung 4. Sie ist ja nicht so der Charmeur, sondern so ein bisschen diese Hasserfüllte. Sie versucht hier erstmal zu fliegen und regt sich darüber auf, dammit, warum kann ich nicht fliegen? Dann macht sie ein Kreuz auf dem Boden und sagt, kann ich dich nicht einfach zu Tode hassen? Und auf Steuerung 3 haben wir ebenfalls ihren Tanz. Sieht ein bisschen aus wie Contemporary, weiß ich nicht, auf jeden Fall ein ganz eigener Tanz. Auf Steuerung 4 haben wir ihre Lache. Ja, dann kommen wir direkt zu ihren Fähigkeiten. Wir wollen nicht viel Zeit verlieren. Ihre Passive besagt, dass wenn sie eine Fähigkeit einsetzt, egal in welche Richtung, wir machen mal die Q, dann bekommt sie hier drei Federn. Das ist ähnlich wie Graves zum Beispiel. Graves hat ja seine Bullets und diese Federn, wenn sie diese Federn abhat, dann hat sie spezielle Auto-Attacks. Das ist ganz wichtig. Wir können das Ganze mal hier an den Minions testen. Deswegen gehe ich ganz kurz in die Mitte. Und zwar, sie hat eine relativ normale Auto-Attack-Range. Vielleicht sogar eher ein bisschen kleiner. Hier sehen wir es. Also, es ist nicht die allerhöchste Range, wie jetzt eine Caitlyn hat. Aber das funktioniert. Wenn wir jetzt aber eine Fähigkeit vorher einsetzen, zum Beispiel die Q, dann machen die Auto-Attacks, dann durchschlagen sie ihr Ziel. Sprich so. Und du triffst alle Ziele in einer Linie. Das Ziel, was du anvisierst, sprich, wir haben jetzt gerade auf den Candyman gehauen, bekommt dabei am meisten Schaden. Und die anderen Ziele bekommen ein bisschen weniger Schaden. Und hinter den Zielen bleibt jeweils diese Feder. Die Feder werden auch noch im Laufe des Spiels etwas interessanter, wenn wir weiter bei den Fähigkeiten gehen. Die Q-Fähigkeit ist ein Skillshot, der geht etwas weiter als der von Rakan, weil wir haben ja bemängelt, dass der Skillshot von Rakan nicht ganz so weit geht. Die Q jedoch von Xayah geht da schon etwas weiter. Wir können, das geht sogar ziemlich weit. Hat schon fast wie so ein Niederlegschwert. Von hier bis da hinten können wir den treffen. Das ist schon extrem weit. Und das Ganze macht einfach Schaden. Wenn wir zwei Federn treffen, dann macht die zweite halt 50% weniger Schaden. Aber vom Base Damage her an sich auch ganz normal in Ordnung, auf jeden Fall. Die W-Fähigkeit, und das finde ich ist das mit Abstand OP-ste an diesem Champion, ist ein Steroid, sogenannter Steroid, das heißt, du wirst gebufft, wie Tristana es zum Beispiel hat. Du kriegst Angriffstempo, du kriegst 20% mehr Schaden auf deine Auto-Attacks und wenn du einen Gegner während dieses Buffes triffst, bekommst du auch noch Lauftempo. Die meisten Champions bekommen Attack-Speed, aber nein, sie bekommen auch noch mehr Schaden und Co. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier den Alistar angreifen und unsere W aktivieren, dann werden wir so ein bisschen aufleuchten und dann mehr Schaden machen. Zack. Da seht ihr es. Natürlich durchschlagen wir dabei wieder den Gegner, weil wir ja auch eine Fähigkeit eingesetzt haben und dadurch unsere Passive getriggert ist. Das heißt, ein ziemlich cooler Steroid. Wir haben ganz kurz gesehen, dass wir schneller geworden sind. Das Ganze hat noch eine Synergie mit Rakan. Wenn Rakan in diesem Kreis hier drin steht, bekommt Rakan ebenfalls diese Bonuswerte. Das heißt, er wird auch jetzt kurz aufleuchten und unser erster Auto-Attack wird uns Lauftempo geben. Das heißt, zack, wir sehen hier, sind wir kurz ein bisschen beschleunigt und können weiter abbauen. Also super geile Fähigkeit zum Duellieren, zum Chasen in Teamfights. Das wiederum macht dich zu einem extremst guten Late-Game-Carry. Jeder Carry, der eine solche Steroid-Fähigkeit hat, wird zum Late-Game-Carry. Beispiel Tristana habe ich schon genannt, aber auch sowas wie Kog'Maw gehören dazu. So, dann kommen wir zu der E-Fähigkeit. Die E-Fähigkeit ist folgendes. Alle Federn, die ihr platziert habt, kommen zu dir zurück. Bisschen wie so bei Talon, sage ich jetzt mal. Und das Ganze macht Schaden. Wenn drei Federn das Ziel treffen, dann wird derjenige sogar noch kurz geroutet. Wir gucken uns das Ganze mal an, indem wir zwei Federn hinter ihn schießen. Dann noch die Auto-Attacks machen. Das sind drei Federn, vier Federn, fünf Federn. Jetzt holen wir die zurück. Er wird kurz festgehalten und bekommt dabei auch noch Schaden. Jetzt denkt man so, das ist relativ schwer durchzubekommen. Tatsächlich werdet ihr merken, sobald ihr einmal mit Xayah auf der Botlane wart, es werden überall Federn liegen. Also, ich will das einmal ganz kurz hier in dieser Minion-Wave demonstrieren, wie viele Federn hier tatsächlich liegen werden. Und ihr werdet sehen, das ist an sich eigentlich relativ einfach. Das heißt, ich hau meine Q durch, mache meine Auto-Attacks, hier wie ich will.
Mach nochmal meine Steroide. Hab hier noch mehr Federn. Und guck mal, wie viele da liegen. Ich hole die alle zurück. Und das Ganze macht awesome Damage. Dann haben wir auch noch wieder unsere Passive damit getriggert. Können also wieder jedes Ziel durchschlagen. Und ich glaube, jetzt nachdem ich mir die selber so ein bisschen angeeignet, jetzt, wo ich sie auch vorgestellt habe, habe ich das Gefühl, sie wird auf jeden Fall sehr stark. Ich hatte bei Rakan ein bisschen Bedenken, dass er ein bisschen schwach wirkt. Dafür wirkt Rakans Zwilling, sage ich mal, deutlich, deutlich stärker. Jetzt kommen wir zu der Ultimate. Die Ultimate ist folgendes. Ihr seht hier diesen kegelförmigen Bereich. In diese Richtung werdet ihr gleich Federn feuern. Das Wichtige dabei ist, ihr werdet untargetable. Das heißt, ihr könnt damit Fähigkeiten dodgen und ihr könnt euch währenddessen auch noch bewegen. Ich will einmal für mich mal testen, ob ich hier über die Wand kann. Eigentlich ist es sinnlos, aber ich will es mal testen, weil wir so in die Luft fliegen. Ich feuere jetzt hier die Ulti auf den Drachen. Versuche mich zu bewegen nach links. Ne, geht nicht. Wir haben uns nach vorne bewegt. Jetzt seht ihr auch hier, wie die Federn stehen. Und wenn ich die alle zurückziehe, zack. Also in dem Teamfight, ne? Das ist richtig krass mit den Federn. Also ihr habt doch eine gewisse Reichweite, indem ihr die Gegner durchschlagen könnt. Mit eurer Ulti könnt ihr euch nach vorne bewegen und das Ganze ist relativ cool. Also ihr habt es gesehen, man hat es vielleicht nur so mittelmäßig gesehen. Ich wollte gucken, weil man ja so in die Luft steigt, ob man dann über eine Wand kann. Das wäre eigentlich ein ziemlich cooles Ding. Kann man nicht. Ihr habt gesehen, ich habe mich nach vorne bewegt, anstatt nach hinten, weil er versucht hat, halt hier an diese Position zu gelangen. Deswegen wollte er so rumlaufen. Okay, kurze Zusammenfassung zu Xayah. Wie sieht es jetzt aus? Wir haben ganz akzeptable Auto-Attacks. Diese Auto-Attacks werden verstärkt. Jedes Mal dann, wenn wir eine Fähigkeit vorher machen. Unsere Q ist gleichzeitig Poke, aber auch Wavekill. Ich glaube, und das macht das Traden mit ihr auch gar nicht so einfach. Weil du musst ja gleichzeitig... Und die Q, die schießt auch durch Minions. Im Gegenteil, ich glaube, ihr Traden auf der Lane wird relativ cool. Das heißt, ein Draven zum Beispiel will eine Axe auf dich hauen. Denn Ezreal hat noch seine Q. Wenn er die Qs trifft, ist er auch bekannt dafür, dass er relativ gut Charme hat. Aber wenn da jetzt ein gegnerischer ADC ist, dann kommst du, machst einen Auto-Attack, machst eine Q, kannst du immer noch einen Piercing-Q machen, wenn er versucht, noch ein bisschen mehr zu traden. Und falls das Ganze macht, baust du noch deine E zurück. Wenn du ihn snarest, ist auch Rakan schwer dran. Also ich glaube, man muss wirklich vorsichtig mit diesem Champion traden. Und auch im Late-Game rastet er komplett aus. Je mehr ich mir erzähle, desto mehr will ich sie spielen. Und deswegen werde ich jetzt auch langsam Gameplays zu ihr machen. Wir haben auch noch die Recoil-Animation und die Todesanimation. Die Recoil-Animation ist genauso wie bei Rakan. Wenn ihr recoilt, habt ihr 8 Sekunden, bis ihr in der Base seid. Und wenn Rakan sich dazu stellt, nur das macht er jetzt leider nicht, dann nehme ich den mit in die Base. So, wir haben jetzt 4 Sekunden gechannelt. Er kommt dazu, spart sich diese 4 Sekunden und kommt dementsprechend noch früher in der Base an. Also diese kleine Recoil-Synergie, die kannten wir schon von Rakan. Ansonsten haben beide eine kleine Synergie, in dem Rakan ein bisschen weiter zu mir jumpen kann und ich ihn einfach mal buffen kann. Also so ein paar kleine Tools. Jetzt wollen wir uns den Drachen stellen und einfach mal gucken, wie es aussieht, wenn wir sterben. Beziehungsweise ich habe andere Pläne. Warte, wenn ich mich hier hinstelle... Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Also eine weitere gefährliche Eigenschaft. Die Gegner haben die Federn noch nicht mal gesehen. Und ich konnte die Federn von hinter dem Drachen holen, um Alistair festzunageln. Also das ist sehr interessant. So, die Todesanimation wollte ich hier einfach wunderschön zwischen den zwei Towern machen. Wir wussten ja, dass bei Rakan, dass er noch kurz seinen Spiegel rausgeholt hat. Xayah hingegen legt sich einfach nur hin und stirbt. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt eure Meinung zu diesem neuen Champion in die Kommentare. Mein absoluter Favorit von den zweien ist Xayah, der ADC. Mal gucken, wie ihr das Ganze so seht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und auch an die zwei Mitstreiter, die sich hier ordentlich battlen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.